Marche Noir 2, Retro Amour, Retro Messe in Dortmund, Actionfiguren und Games. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Hallo ihr Lieben, dieses Wochenende nehmen wir euch mal nicht mit auf einen Flohmarkt, sondern wir waren auf dem Marché Noir, der Retro Amour. Es war großartig. Fast. Wir haben so coolen Kram gefunden und so coole Leute getroffen. Um nur ein paar zu erwähnen, Petendo, Chris Tament, DSD, die Kampfmaschine, Zodiacs Zeittresor und natürlich den Gorminister. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle gehen raus. So, und nun wollen wir nicht lang weiter schnacken, sondern ab rin in die Halle, denn es war am Fizzeln. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Mann, bei uns gibt's sowas einfach nicht, ne? Spielwarenmesse, bin ich eine Stunde hingefahren. Das gab's. Marshmallow Man. Dafür werden mich wahrscheinlich jetzt einige hassen, aber wusstet ihr, Freunde, ich habe noch nie in meinem Leben Ghostbusters geschaut. Aber sowas, ne? Sowas habe ich geschaut. Simpsons. Simpsons habe ich übelst gefeiert. Also ich habe Simpsons, ich hatte alle Staffeln, ich hatte Bettwäsche, ich hatte Besteck, ich hatte einfach alles, einen Schlafanzug von den Simpsons. Das war, Simpsons hat mich geprägt. Am Anfang auch übelst gehasst so und dann einmal eine Folge gescheit geguckt und dann habe ich mich verliebt gehabt in die Simpsons. Oder auch Monster AG. Monster AG ist auch geil. Auch die neuen Filme finde ich echt süß. So süß gemacht. Seht den Fassler auch mal im Stream im Chewbacca-Kostüm sagen, man ist mir heiß. Achso, ein Shorty, das war Halloween. Halloween hatte ich eine Maske auf, die hatte ich komplett im Stream auf. Mir war es so heiß darunter. Aber ich habe durchgezogen. Ne, ich glaube schon, dass ich das in einem Chewbacca-Kostüm auch könnte. I love Mom und der Anker muss sein. Okay, 303 Schatten. Das war cool da. Ja, sieht echt danach aus. Skizzy, was geht? Hast du was verpasst? Jetzt bin ich geschockt. Musst du nachholen, aber bitte die Originalen. Kam da und direkt eine schockierende Aussage gehört. Ihr habt also tatsächlich noch nie Ghostbusters geschaut. So wie auch Dragon Ball eigentlich nie. Auch nicht. Ui, Project Zero für 15 Euro.
Ja, okay, gut, da gibt es andere Teile, die gehen besser. Ja, Project Zero. Aber obwohl für 15 Euro, so für die Sammlung, hätte es gepasst. Ich weiß nicht mal, ich hatte mal jemanden, der mich bei Project Zero gescammt hatte, ey. Das war auch was. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Freunde. Ja, ich glaube, da zahlt man auf so solche Veranstaltungen zahlt man wahrscheinlich ein Vermögen für irgendwelche Actionfiguren, weil die halt auch dementsprechenden Sammlerwert haben. Und das ist ja, das ist genau da, klar, da ist die Zielgruppe und deswegen setzen die die Preise wahrscheinlich noch höher an wie auf dem Flohmarkt. F-Zero, Freunde, das war mein erstes Spiel. Also für die N64. Für den Koffer? Was hat denn der? Der sich dabei gedacht? Kostet doch nicht. 32 Euro? Aha. 90 auch. Ganz schön teuer, ey. Teuer, teuer, teuer. Wir warten das. Ich muss auch gestehen, He-Man noch nie geguckt. Wie kann man sich da reinzwängen, ne? Also so im Sommer wirklich sehr da wahrscheinlich übelst ein, aber im Winter schätze ich auf entspannt. Auch da nichts drunter an. Okay, wäre komisch, wenn er nichts drunter anhätte, oder?
Auf der Spielwarenmesse gab es auch so Horror-Merch. Das fand ich auch ganz geil. So zum Beispiel Terrifier und sowas, die ganzen Actionfiguren oder auch S. Sind das nicht diese Houdini? The Conjuring 2. Ach, sowas feiere ich halt auch, ne? Aber wüsste jetzt nicht, wo der vorkommt, ne? Im Conjuring 2. Der Charakter da. Echt Bucherpreise. Eine YouTube-Zeitschrift. Frage. Ah, Fluch der Karibik. Wann fällt ein Buch eigentlich unter der Buchpreisbindung und wann nicht? Kannst du da was dazu sagen? Ja, also soweit ich weiß, sind bei Mängelexemplare fallen da nicht darunter und aber auch gebrauchte Bücher. Du siehst ja auch ältere Bücher, wie zum Beispiel das mit dem Jeffrey Dahmer. Das haben wir uns ja hier auch schon mal angeguckt mit diesem Serienmörder da, wo es dann eine Netflix-Serie gegeben hat. Dieses Buch ist ja auch übelst gestiegen. Es hat anfangs überhaupt gar keinen gejuckt, aber dadurch, dass es halt ja eine gewisse Zeit schon auf dem Markt ist und dann wahrscheinlich auch größtenteils nur gebraucht ist, kannst du dann halt dementsprechend, ja, also das Buch muss definitiv gebraucht sein. Wenn du es teurer anbietest, wie jetzt die ganzen anderen Händler, dann melden die dich hundertprozentig und dann bist du erstmal, ja, bist erstmal abgemahnt. Future sagt mir auch gar nichts. Ja, nice. Undertaker.
So, und wir sind wieder zu Hause. Und wollte euch jetzt unsere kleine Ausbeute nicht vorenthalten. Aber vorab, wir gucken uns erstmal diese mega coole Zeitschrift an. Sie ist einfach super cool. Super, mega Action. Jawohl, die erste Ausgabe, die gibt es jetzt überall am Kiosk und in einem gut sortierten Zeitschriftenladen. Die Kassetten, ne? Damit hat mein Stiefbruder mich damals in den Wahnsinn getrieben. Aber richtig cool hier auch, richtig schön. Sehr cool auf jeden Fall. Mein Mann hat ein paar Games gefunden. Moment, zeige ich euch auch noch. Preise, keine Ahnung. Wir haben uns zwischendurch da getrennt und irgendwann wieder gefunden. Hier kann ich wieder was zu sagen. Die G-Kassette 5 Euro. Voll gut. Fand ich sehr cool. Sohnemann hat auch was abgestaubt. Natürlich ein Dino von Jurassic Park. Voll cool. Und richtig cool. Das gab es auch noch dazu. Voll klasse. Es ist eigentlich schon bei Ihnen im Zimmer eingeräumt. Ich habe es jetzt nur fürs Video nochmal rausgeholt. Ein Mario Kart, ein Sonic the Hedgehog 2 fürs Sega Mega Drive. Grün macht ja bekanntlich glücklich. Ein paar Xbox-Spiele, die man mal. Boah, das weiß ich. Das habe ich mal gezockt gehabt als Kind. Ich glaube, das gab es auch für die PlayStation 2 oder für den PC. Ich bin einfach nicht durchgestiegen, ne? Bei dem Game hier, bei dem Mühlsdorf. Auch sehr schön. In einer 3-Euro-Krabbelkiste. Also, ne? Guck dir mal diese Riesenfigur an. Und ich habe es nur gesehen wegen diesem Schwert, was mir entgegengeflogen kam. Ja, geil. Voll cool. Kann man nicht mehr gehen. Splinter war ebenfalls in der Krabbelkiste für 3 Euro. Genauso wie ein mir noch fehlender Ghostbuster. Voll cool. Von Ghostbusters natürlich auch. Er hier darf auch nicht fehlen. Ach, großartig. Fehlt ihm auch noch. Lass uns doch mal ganz kurz bitte über dieses mega coole Dingen reden. Oh mein Gott, dieser Stand, der war auch so voll cool. Von der Retro-Fabrik. Das sind die ganzen alten He-Man-Comics. Als Hardcover. Voll gut. Und für 19,99 Euro natürlich mitgenommen. Für mein Thundercat-Mobil habe ich endlich eine Figur gefunden. Endlich. Ich finde ja einfach keine Thundercats auf dem Flohmarkt. Aber jetzt, da muss erst die Retro-Amour kommen, damit ich sowas Schönes in meiner Sammlung habe. Ne? Sag's euch. Der Merman, auch voll cool. Ist er nicht cool? Modulok, voll klasse. Hab mich richtig gefreut. Dann noch für den Kurs. Natürlich ein He-Man mit Zubehör, weil meiner ist echt... Ebenfalls aus einer Grabbelkiste. Er brauchte nur neue, wie sagte ich, Weingummis. Er brauchte neue Beingummis und jetzt hat er wieder einen sehr stabilen Stand. Ein Man at Arms. Ich hatte nämlich nur einen ohne Rüstung. Er ist komplett. Sehr schön. Übelst, ja. Sehr schöne Figuren. So. Ein Spycore. Der durfte natürlich auch mit. Eigentlich wollte ich die Revelations ja nicht mehr sammeln. Ja. Und dann kam die Welt. Oh mein Gott, ist die böse Evelyn als Sorceress nicht mega cool mit diesem Fledermaus-Ding. Oh, es wäre schon Cosplay wert, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ein Cosplay wert. Wir schauen einmal. Und ein paar Dreamcast-Spiele. Da war ich dabei. Je Dreamcast-Spiel, 5 Euro, voll gut. Dreamcast sagt mir auch gar nichts, ne? Ich habe Resident Evil für den Dreamcast, habe ich durch diesen... kompletten Aufkauf. Habe ich mal geguckt, das ist auch einiges wert. Es war sowieso im Nachhinein, jetzt wenn wir das Video gesehen haben, sagte mein Mann auch, oh mein Gott, hätten wir mehr mitgenommen. Egal, ich bin so happy über diese Ausbeute, freue mich mega über diese Zeitschrift, die ist wirklich super gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar für den Algorithmus und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne ein kostenloses Abo. Und zu lange, haut rein, bleibt sauber. Eure Trödelmama. Ja, Safe war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. So die ganzen 80s, also da bin ich halt raus, ne? So He-Man und so kann ich leider nicht so krass fühlen. Also klar habe ich ein paar Figuren da, aber das sind halt, ja, Neuware halt. Ihr wisst Bescheid.